Ja, liebe Leute, weiter geht's heute in der Liga gegen den VfL Bochum. Und ja, Spieltag Nummer 22 steht heute an. Heimspiel Bochum und dann geht's zur Champions League nach Rom. Und dann kommt auswärts Freiburg. Also jetzt geht es Schlag auf Schlag. So, wir werden als Tabellenzweiter nach Dingswechsel gehen. Ich werde jetzt ein bisschen rotieren, weil, wie gesagt, für mich ist dann Champions League ein bisschen wichtiger. Ich will eine fitte Truppe haben in der Champions League. So, deswegen mal. Mal ein bisschen durch rotieren. Piri für Albiol. So. Ja, Albiol ist jetzt nicht mehr so unantastbar, meiner Meinung nach. Vielleicht war es doch der Wechsel, nicht der, war es doch irgendwo ein Fehler, nicht zu wechseln. Er hat da immer wieder seine Probleme hingekriegt. Wenn die Augsburger das Ding konsequent zu Ende spielen, verlieren wir das Spiel. Na gut. Dann gehen wir auf jeden Fall ins Match. Es ist klar, dass wir uns vor allem auf ihn konzentrieren. Denn der spielt heute gegen seinen Ex-Verein. Wir zeigen es Ihnen live bei EA Sports. Liebe Zuschauer, ich darf Sie sehr herzlich willkommen heißen hier bei unserem heutigen Spiel. Mein Name ist Wolf Fuß, ich werde das Ganze mit dem Kollegen Frank Buschmann kommentieren und wir zeigen heute ein Spiel aus der Bundesliga. Und das ist natürlich eine Partie, die viel verspricht. Das spürst du auch an der Atmosphäre hier im Stadion. Auf dem Papier ist es nur ein Testspiel, aber es verspricht dennoch einiges. Ist ja klar bei diesen Mannschaften. Ja, ich muss natürlich heute ein bisschen rotieren. Wie gesagt, jetzt wird in der nächsten Partie das Duell in Rom an. Das ist die Aufstellung der Gastgeber. Was meiner Meinung nach wichtiger ist als das Ligaspiel. Kurze Einschätzung zu Ihrer Formation von dir. Das ist ein 4-4-2 mit Raute und damit haben Sie natürlich große Möglichkeiten, durchs Zentrum zu kommen, aber eben auch die Flügelspieler einzusetzen. Der VfL Bochum wählt heute diese Aufstellung. Kurzer Blick noch auf die taktische Formation, Buschi. Ja, da sehen wir bei Ihnen heute ein 4-3-3. Drei Stürmer und klar, dass es über die Flügel gehen wird. Ja, manche darf heute mal mit Beginn an in der Liga. Darf jetzt mal zeigen, was er kann. Und wir wollen natürlich gegen Bochum heute diese drei Punkte holen, um wieder da noch den Bayern zu bringen. Ja, es wird schwierig werden. Es wird wahrscheinlich alles auf das direkte Duell hinauslaufen. Wir spielen vor allen Dingen in München. Ich denke mal, wenn das gewinnt, ist durch. Und jetzt geht's los. Aber jetzt erstmal Bochum. Da sollten wir definitiv schauen, dass wir die drei Punkte holen. Mal wieder ein bisschen. In die Erfolgsspur. Wir sind zwar noch ungeschlagen. Andrade erstmal. Die Flanke jetzt. Jetzt! Lampale! Haarscharf drüber mit ganz viel Pech. Erste Riesenchance für Bayreuth. Das war eigentlich fast das sichere 1-0. In den letzten Tagen stand er natürlich im Mittelpunkt der Aufmerksamkeit. Denn er muss heute gegen sein früheres Team ran. Ganz einfach ist das nicht, oder Buschi? Nein, die Frage ist ja immer, kann er dann auch in so einem Spiel seine gewohnte Leistung bringen? Durchkommt und Mattel. Er kennt die Fans, kennt den Club.
aber hey, das ist ein abgebrühter. Und auch Bayreuth hat die. Alles drumrum, nichts out. Der wird heute. Erste gute Situation. Das sieht der Coach nicht anders, sonst würde er ja nicht spielen. Ab. Moukoko, Entschuldigung. Der ist durch! Mo! Yusufa Moukoko! Das Ding müssen sie machen. Es bleibt bei 0-0 und ich glaube, da wird der Trainer unzufrieden. Ja, Laser. Muss er querlegen, mehr oder weniger. Zweite dicke Chance für Bayreuth. Oh, holt sich den Ball gewinnen. Bevor wir mit dem Ball gewinnen, jetzt ihn hier. Fischer lässt sich zu einfach da eindrehen. Wie da, das zweite Mal mittlerweile. Kriegen wir ihn durch? Ja. Oh nein. Und Bochum hat die nächste gute Chance. Der Keeper nicht mal bewegen. Ist da Rom zu sehr schon in den Köpfen? Jan Fiete ab. Sie holen sich den Ball. Oh, jetzt. Schon das gute Mal, zweite Mal jetzt. Jetzt ist er durch. Und jetzt könnte das Bochum. Das 1-0 von Bochum fallen. Nee, tut's aber nicht. Jetzt geht es mit einem Einwurf weiter. Riesenchance, da konnten sie in Führung gehen, aber nee. Der Keeper sagt, nee, mit mir nicht. Nicht so gut, der Staffelidis. Förster. Könnte gefährlich werden. Elfmeter. Es gibt Strafstoß. Ja, das sollte eigentlich die Geräte Richtung Ball gehen. Er spielt den ab und treffen ihn. Das ist Elfmeter. Glück im Unglück. Es gibt zwar den Elfer, aber keinen Platzverweis. Ja, da lässt der Schiedsrichter Mulde, weil vielleicht hält der Keeper jetzt dann auch. Und Mantel! Super reagiert von Nico Mantel mit der großen, großen Tat. Und jetzt kommt der Konter für Bayreuth, Andrade, Kevin Andrade, Riesenchance, nein, Riemann. Die Szene damit beendet. Moriba. Fischer. Da müssen Sie aufpassen. Fischer. Oh, gefährlich. Oh, yeah, yeah. Können Sie vom Glück sagen, dass da nichts draus geworden ist. Ja, wird hier gut unterstützt. Sucht die Lücke. Ah, oh, er kann klären. Ja, also wirklich nicht, weil das war einer von unseren Leuten, glaube ich. Sehr gutes Tackling, das war wichtig. Glück gehabt. Aber erstmal noch da der Nachsetzer, Fragezeichen. Nee. Sicher zurückgespielt. Schimmert. Moukoko. Moukoko, ab. Exzellentes ab. Ab. Das ist die Chance. Ach Mann, spiel doch quer, Mann. Ärgere ich mich gerade. Wieder so eine Situation. Das war natürlich eine Riesenchance. Sie hatten sich deutlich mehr erhofft, aber wir sehen es am Ergebnis. Wir sehen es an diesem Spielstand. Man muss seine Überlegenheit auf dem Papier auch in Chancen und in Tore umsetzen. Sonst macht man es sich selbst schwer. Ja, ja klar, das ist. Der Angriff könnte was. Und Wurf! Gehalten, aber der Ball weiter im Spiel. Wichser, Perry. Bei diesem Eckball. Es wird Pause 0-0 sein. Bayreuth hatte wirklich mehrere gute Situationen. Ah, halbherzig, das ist nach wie vor gefährlich. Und dann ist Pause. Pausenpfiff, jetzt geht es erstmal in die Kabinen und. Ah, das darf nicht sein, das darf nicht sein. Das ist ein Spiel, wo du denkst, echt. Deswegen werde ich jetzt Doppelwechsel ziehen. Ich werde eigentlich kaum schon wieder spielen. Weil halt das ganz, ganz wichtige Spiel ist gegen. Klar ist das hier auch wichtig, ne? Es geht hier so ein bisschen Richtung wieder
Richtung Meisterschaft, weil wir müssen halt heute gewinnen irgendwo. Ist ja nicht so, das treffen momentan einfach ein bisschen falsche Entscheidung. Das dürfte Moukoko sein! Sie bringen die Flanke an den kurzen Pfosten. Schiri, der hat schon Geld. Kann aufatmen aus dieser Szene. Für was hast du jetzt da gerade Vorteil gegeben? Für den Foul? Für den Konter. Gut durchgesetzt, gefährlich. Und auch Bochum macht's wieder. Genauso wie im letzten Spiel die Augsburger. Sie spielen es nicht richtig zu Ende. Für viel Diskussionsstoff hat die Meldung von diesem möglichen Wechsel gesorgt, Buschi. Wie bei solchen Nachrichten üblich, sollten wir erst einmal schauen, wie viel Wahrheit wirklich darin steckt. Jetzt sind wir hier nicht so. Regensburg habe ich sogar gesehen. Er pfeift ab und es gibt abseits. Ob er da recht hatte? Rode wird kommen. Super Aktion. Das ist die Balleroberung. Unwiderstehlich. Cataldi. Anspielstationen werden da, machen sie sehr gut. Ruf wieder. Was für ein Tor für den Pfaffmann, Mann, das ist doch nicht wahr. Sie haben es sich wahrlich verdient. Ja, bisher total überlegen, es war eigentlich nur eine Frage der Zeit, bis der Treffer fällt. So, da hätten wir also das 1:0. Boah, ist das bitter jetzt, ey. Weil du kriegst es nicht. Dann ist das Spiel vorbei. Vor dem Champions League. Kann das jetzt passieren, dass wir jetzt schon zwei spielen? Alles uns verzocken. So, Schömert. Angriff früh ab. Sehr gut. Und wieder Bochum dazwischen. Es gibt einen. Wo gerade dafür war, warum was jetzt für Lepperle vielleicht jetzt mal. Ja, sehr dribbelstark. Macht das richtig gut. Ah, oh, das könnte es sein. Lepperle, Mann! Ja, da hätten wir um ein Haar den Ausgleich gehabt. Ah, das ist ärgerlich jetzt gerade. Lepperle wieder. Ja, wird hier gut unterstützt. Lepperle. Flanke kommt in die Mitte. Nö. Flanke zu ungenau, so hat sie der Torwart. Da haben sie jetzt einige Optionen. Staphylides. An dem Ball waren sie noch dran. Ecke. Ihr hört es, die Fans hoffen auf den Ausgang. Ecke kommt in den 16er. Er zeigt auf den. Er pfeift Elfmeter für den Spielspieler in Bayreuth. So, die Chance, vielleicht jetzt mal noch was zu reißen hier. Könnte jetzt der Ausgleich werden. Und links. Nein! Nein! Da war der Torwart da und hat ihn ganz stark. Riemann, das war's, vermute ich. Also zumindest mit dem Sieg. Gute Parade bei diesem Eckball. Ich befürchte, dass es das mit dem Sieg war. Könnte der Ausgleich sein. Boah, das war wirklich. Mann, das kriegst du nicht hin. Da legst du einmal quer und dann kommt da noch was dazwischen, ey. Vielleicht doch noch mal die Chance zum Ausgleich. Ah, Mann. Und jetzt ist der Ball geklärt. Staphylides, der hat den Elfmeter verschossen. Da ist so Binder dazwischen. Sind hier noch zu spielen. Gut durchgesetzt. Da kommt die Flanke. Der Ballgewinn. Da sind sie da. Schömert. Elie. Abseits. Jetzt muss es aber schnell gehen. Wenn er wirklich noch was sein. Bleiben wir ungeschlagen. Jetzt, wir verlieren wieder auf jeden Fall Punkte. Das ist klar. Die Frage ist, verlieren wir jetzt 2-9 Nordet wieder dazwischen. Das ist jetzt nicht das erste Mal. Schaffen Sie noch den Ausgleich. Sie bekommen noch eine Ecke. Oh, misslungene Befreiung hier.
Moukoko. Moukoko. Er kann es machen. Oh, dann Trade. Ja, das wäre so ein wichtiges Tor gewesen, aber sie machen nichts aus dieser Szene. Das war's. Bochum holt sich die drei Punkte nach in Bayreuth beim Tabellenzweiten. Ja. Wir haben den Schlusspfiff. Das war's für heute. Die Gastgeber müssen sich also hier mit dieser Niederlage abfinden. Knappe Niederlage in der Liga, also es hat nicht ganz gereicht, aber ich bin sicher, die werden aus diesem Spiel lernen und stärker wiederkommen, das ist keine Frage. Heute war das wirklich eine gute Leistung. Hat natürlich mit dem Führungstor viel gezeigt. Ja, sie leben von solchen Toren, ist einfach stark. Diese Mann! Kaltschnäuzigkeit. Hey, du verlierst jetzt das... Ich meine, du verlierst das erste Mal eine Partie, aber... Ja, jetzt war's das. Also jetzt ist die, wahrscheinlich die Meisterschaft weg. Ich vermute, das ist jetzt schwierig, wird da was zu. Also wie gesagt, gegen Augsburg unentschieden zu spielen. Und jetzt auch noch die Niederlage gegen Bochum. Das tat jetzt richtig weh. Ich meine, wir sind... Lass mal die Bayern weg, ja, 6 Punkte. Das sag ja, das ist genau das, was ich meine. Du verlierst halt die erste Partie und... Schon bist du weg vom Fenster. Und dann verlierst du gegen Teil. Jetzt verlierst du gegen ein Team, was unten drin steht. Nächster Gegner auswärts wäre dann der SC Freiburg. Das wissen wir ja mittlerweile. Aber wie gesagt, ich stelle mal nach ganz oben. Ja, ich glaube, 6 Punkte wird gegen die Bayern schwierig werden. Definitiv. Aber nichts ist unmöglich. Wir haben aber erstmal, bevor es dann in der Liga weitergeht, das nächste Spiel, nämlich in Rom vor der Nase. Bis dahin.